Moin von den geilen Schnittchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge, wer bietet mehr? Hallo. Im gesamten Team. Hey. Das hat mich jetzt verunsichert. Ja, mich auch. Das Rammen im Team gegen Piet und Sepp. Also es ist quasi wieder Scherenmann gegen und Scherenjunge gegen Kiesel und Felsenmann. Kiesel! Und wie ist der letztes Mal ausgegangen? Ja, wir haben natürlich gewonnen. Scherenmann und Scherenjunge. Das ist natürlich, es wird natürlich weiter verlegt, dieser Kampf der Ionen. Stein gewinnen natürlich gegen Schere ist doch ganz klar. Geht natürlich nicht so leicht. Und in der ersten Runde, ja, habt ihr was ganz Besonderes wieder, ne? Ich hätte gerne von euch die 20 beliebtesten Tiernamen für Hunde. Ach du Scheiße. Das bedeutet, 10 weibliche, 10 männliche sind das, ja? Also, ich habe das auch schon unterteilt. Okay. Und die Quelle ist quasi tasso.net und tasso.net ist quasi, das weiß ich noch aus meiner Tierärztezeit, da kannst du quasi deinen Hund registrieren und wenn er gechippt ist, wenn er dann entläuft, kann man den scannen und dann weiß jeder, wo der halt hingehört. Ja, haben wir getan. Dementsprechend ist das quasi dann auch die Quelle. Ja, das heißt, die beliebtesten Tiernamen, welche sind im Trend? Das ist von 2018, was wir hier für Hundenamen haben. Okay. Ja, und jetzt habt ihr 5 Minuten Zeit, euch zu beraten. Dann schmeißen wir euch mal rüber. Wollen wir nochmal runter? Achso. Zack. Und zack. Und ihr bleibt hier. So Chris, okay. Ich hab's gerade schon geschrieben. Lass gar nichts antworten. Wir sagen gleich einfach 5. Die werden uns überbieten. Pass auf, bei Namen war das bisher immer so. Aber was immer ist denn, wenn die uns nicht überbieten? Dann haben wir keine 5. Also ich würde auf jeden Fall zum Beispiel Emma nehmen, weil die ist hundertprozentig dabei. Lass einfach. Und bei Lu haben wir schon mal 2. Ja, okay. Von mir aus nimm halt ein paar. Aber bei Namen ist Folgendes bisher immer passiert. Selbst beim letzten Mal, bei den jungen Namen, hatten wir 4. 4 aus 30. Keine Schnitte. Naja, und bei Hunden ist das so, generell bei Tieren. Also ich weiß zumindest Katzen und so ein Shit, die heißen immer irgendwie so Luna und all so ein Kram. Da heißt nicht sogar eine von Sven so. Ich kenne glaube ich allein 3 Katzen, die so heißen. Hunde heißen die auch so, aber ja. Also da bei den beliebtesten Tieren, keine Ahnung, müssen plain. Also dat, wenn wir dann antworten, selbst 2 kannst du verkacken. Ja. Das ist super traurig. Die Frage ist nur, bis wie viel wir die hochziehen. Wir dürfen gleich anfangen, weißt du? Ja, ihr dürft anfangen. Ja, guck mal, dann sagen wir gleich 4, dann überbieten die uns, dann sagen wir, ist cool. Ja, ist correct. Alter, 4 ist schon okay. Wie heißen denn noch so die Hunde? Lucky? Oder sowas vielleicht? Oscar ist super. Ich kenne tatsächlich viele Hunde, die so heißen. Ich auch. Boah. Weißt du, die Leute nennen ihre Hunde immer noch Bello? Oder Bella oder so? Wuffus. Hund. Cola. Wer nennt jetzt ein Tier Cola? Weiß ich nicht. Oh, voll geil, dann nennt er anders. Weiß ich nicht, gelacht. Cola Zero. Oder ich nenne meinen Hund Fass. Oder Beiß zu. Fass. Sitz. Nenne Sitz. Beiß. Komm her. Sitz macht Platz. Das ist auch super. Ich weiß. Wie heißen denn sonst die Hunde, die man so im Park trifft? Das Geile ist, weißt du, wenn du halt spazieren gehst, ich kenne so viele Leute mittlerweile mit Hunden. Das Geile, ich kenne die Hunde, aber ich habe keine Ahnung, wie die Leute heißen. Ja, das ist doch super. Ah, guck mal, da ist wieder Fifi und die alte Fette. Ja. Ja, nee, ich kann komplett nachvollziehen, wir werden auch so im Kopf geblieben. Oh, na Balu, wie geht's dir denn? Und die krattige alte Fox. Du fragst ja dann immer so, ist Männchen oder Weibchen, weißt du? Und dann, ja, hier, nee, Emma ist halt Weibchen, ne? Und dann weißt du, okay, der Hund heißt halt Emma. Aber über die Besitzer keine Ahnung, wie die heißen. Das ist auch, bei manchen kannst du dann auch nicht ansehen, ob das Männchen oder Weibchen ist. Das ist aber halt wirklich so. Naja, also ihr habt noch 2 Minuten Zeit, ich geh mal runter zu den anderen. Die auch so viel Spaß haben. Das ist trotzdem ein guter Hundename. Oh, Lassie. Was geht ab? Lassie ist ein guter Name. Lassie. Ey, DJ, ja, wir haben Angst vor Namen, ohne Witz. Also, wir versuchen den Zuschlag nicht zu kriegen.
Wir haben nur Kacke hier. Das ist einfach voll behindert. Wir sind nur durchgegangen. Lass dir die anderen dann mal schön machen. Wir kennen nicht viele Hunde. Und die, die wir kennen, haben teilweise Namen, die nicht so häufig benutzt werden. Piper beispielsweise oder von Sepps Oma heißt einer Wastel. Ja, ja natürlich. Wastel. Unser erster ich Hund. Ich weiß nicht, ob das männlich oder weiblich ist. So ein kleiner Kampfdackel war das. Wastel. Also das könnte Wastel. Ich würde sagen, das ist weiblich. Nee, war ein Typ. Sehr gut. Wastel. Unser erster Hund damals hieß Murks. Das ist wahrscheinlich auch nicht. Der Hund von meiner Schwester heißt Adele. Ist vermutlich auch nicht der beliebteste Name. Ich kann euch ja mal die Namen von unseren Hunden nennen. Ja? Also und wir Charles haben, bestimmt. Wir haben einmal, der Hund von meiner Oma hieß Upsi. Oh, der andere hieß, dann hier haben wir selber Hunde gehabt. Border Terrier hieß Bianca. Alice. Oh ja, und Alice. Fritz kennt man noch. Ja, der lebt ja auch aktuell noch. Fritz und dann haben wir noch ganz viele von den Deerhounds. Indigo, Mandy, Mango. Mango? Und ein Hund von euch heißt Mango? Ja, einer heißt Mango von meiner Patentante. Wie awesome ist das denn? Die nennt die Kiwi, die nennt die voll häufig nach Obst. Ja, Trixie. Ja, Trixie könnte sein. Ja. Ja, wir wollen wenigstens ein paar haben, falls die anderen nur irgendwie zwei sagen und dann nicht weitermachen, dass wir dann wenigstens drei haben. Ja, eure Zeit ist auch sofort rum. Scheiße, ey. Dann gucken wir mal. Also ich ziehe euch dann sofort. Ich wüsste nicht mal, wen ich davon nehmen soll. Zeit ist rum, ich ziehe die anderen. Klar. Nee, auch nicht. Neue Profis. Okay. Christian und Bram dürfen als erstes tippen. 10 männliche, 10 weibliche Namen hätte ich gerne. Wir nehmen 4. Die Frage ist, wäre Sitz ein weiblicher oder männlicher Hundenname? Das müsst ihr dann sagen. Das ist mir auch egal. Wenn, also ihr müsst mir nicht sagen, ob er männlich oder weiblich ist. Das kriege ich noch selber eingeordnet. Okay. Zumindest aus denen, die da sind. Also es gibt nicht doppelte. Also Sitz gibt, also ja, okay. Ne? Ich glaube, damit verrätst du niemanden. Also ich krieg das, ich krieg das schon selber dabei eingeordnet, wer männlich und wer weiblich ist. Ach, wenn ich uns bei ist, krieg ich einen Anfall. Also ihr habt 4 geboten. Wir nehmen das 4. Sebastian. Ey, wir sind da bei 5 dabei. Dann viel Spaß. Nice, Bram. Hat funktioniert. Hat schon mal funktioniert. Auch nicht. Natürlich. Das ist smart. Das ist smart. Da sind wir jetzt ins Messer gelaufen. Und zwar ins Scherenmesser. Es Kiesel und Steinchen ausgedrückt worden von Scherenmesser. Wenn du endlich noch hören wirst. Wollen wir mal sehen. Ja, ich glaube, du wirst das hören, genau. Ja, das hier. Der Mann Scheren Junge kampfsrei. Angst vor Kiesel und Felsmann. Mal gucken. Also okay, dann fangt mal an. Fels und Kiesel. Tja. Ihr dürft euch insgesamt 2 Kreuze leisten. Das ey, komm, fangen wir direkt mit Oscar an. Oscar. Das ist halt so ein Lotto, weißt du? Könnte halt sein, könnte halt nicht sein. Oscar ist falsch. Was? Wisst ihr, Christian, ich hab's dir gesagt, Oscar! Wer Oscar, hab ich doch gesagt, der wäre wahrscheinlich dabei. 4 ist, by the way, 4 ist unmöglich. By the way, es ist euch untersagt, dem anderen Team zu googeln. Jetzt. Ja, okay. Ja, manchmal macht ihr das ja gerne. Es ist euch untersagt. Okay, ja. Oh, vielleicht weil ich dazu sage. Oh, Peter, such dir mal einen aus unserer Liste aus. Katzen. Ich nehm Tasso. Weil Tasso. Weil das auf Tasso.de. Weil Tasso.net. Ja. Hä, was? Das wäre ein Hundename. Komm, der ist dabei. Bitte. Also ich würde euch echt einen gönnen. Oscar ist, by the way, kein. Doch da! Oscar war 2016. Oh. Und 2015 und 2014. Oh nein. Ja, stimmt. Mikkels Hund ist ja auch schon mal älter, ne? Mann, ist das belastend. Wollte ich gerade sagen. Tasso ist, by the way, kein Mal drin gewesen. In gar keinem Jahr. Das ist euer letztes. Pass mal auf, weil Peter dann jetzt gesagt hat, nächstes Jahr heißen 500.000 Hunde heißen Tasso.
Das ist ein guter Hundename, finde ich. Hasso! Boah. Hasso! Gibbet! Ja, Hasso Hell habe ich auch noch gerade hingeschrieben. Vor Ewigkeiten. Ich gehe mal mit Lassie. Lassie muss ja eigentlich immer dabei sein. Guck mal, Alter, Lassie war doch aus den 90ern, oder? Ja, kennt doch jeder. Film. Alle Leute, die damals jung waren, die von haben sich 1900, jetzt... Boah, von 1945 der Film. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob Lassie dabei ist. Aber ich checke mal kurz gegen. Kannst du bitte gucken, von wann die Serie ist? Das würde mich jetzt interessieren. Lassie, der Held auf vier Pfoten. Lassie, die Serie, warte. Lassie, Zinger. Serie. Die ist, Erstausstrahlung 1954. Boah! Ja, hat aber 19 Staffeln. Also, das ich glaube, der Hund krass. Hat nicht die 19 Staffeln überlebt, bin ich mal ehrlich. Doch, ich glaub, das Lassie war der älteste Hund der Welt, Jay. Lassie 2014. Gibt's ja, tatsächlich. Mal. 52 Folgen in zwei Staffeln. Ist im Kika ausgestrahlt worden 2015. Ist immer noch ein Collie. Mittlerweile kein Pudel oder sowas. Oder immer noch der gleiche. Ist selbe. Immer noch der gleiche. Mittlerweile selbe, sind immer noch Zeichentrickserie gepresst. Ja, also Lassie ist ja lässig. Euer drittes Kreuz. Mit Leid. Ihr seid raus. Kiesel, Scherenmann und Scherenjunge sich die 5 Punkte Nehmen wir gerne. Verdient. Eingeschnibbelt haben wir uns die. Nee, ausgeschnibbelt. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Namen im Angebot? Damit wir haben ganz wir viele noch. Emma. Ja. Emma, ja, Emma wäre super gewesen. Emma wäre dabei. Also easy. Hier auf Platz 3. Das wart. Okay. Jay, ich lese einfach mal unsere Liste vor ja. Und du sagst Stopp, wenn was dabei ist. Fifi. Was? Fifi? Fifi. Ja, Fifi? Fifi. 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 Ja, Fifi ist Fufi. Nicht dabei. Nee, nee. Hundi. Hundi? What the fuck? Nein. Finn? Finn? Nein. Bella? Ja, Bella wäre dabei gewesen. Bella ist auf Platz 2. War das Waldo? Waldo? Nein. Und wenn er wegläuft, dann spielt sie wieder Wes Waldo. Und dann haben wir halt noch Emma, aber das war ja schon. Bello? Bello ist nicht, nee. Benny? Nee, Benny auch nicht. Charlie? Charlie wäre dabei gewesen, ja. Jack? Hier, Charlie. Oder? Jack, ne. Lassie hat mal. Charles? Ne. Trixie? Ne. Und Hasso? Ne. Baloo? Alter, Peter, wir hätten... Baloo, die absolute Nummer 1. Boah, wir hätten 2 von 2 hätten wir geschafft. Ich hab Namen aufgeschrieben von Hunden, die ich halt kenne und so treffe. Was ist denn so was mit Lucky? Aber der ist, glaube ich, schon ja, zu Lucky. Alt. Natürlich, Lucky ist dabei. Alter, natürlich. Ich denke, ist das ja. Natürlich. Luna ist natürlich dabei, ist die Nummer 1. Alter, Christian ist ja komplett behindert, der Junge. Okay, Moment. Kira haben wir, ne? Ja, sicher ist das dabei. What the fuck, Christian ist da raus? Ja, dann hatten wir, nur noch Bello, Bella, Piper haben wir mal aufgeschrieben, aber ich glaube, die ist nicht dabei. Oscar hat wir auch. Ja. Okay, wir gehen mal durch, ja? Erstmal die weiblichen, ja? Auf Platz 10, Lotte. Ja, Lotte kenne ich auch. Ja, doch. Auf ich Platz 9. Fußballverein. Ja. Auf Platz 9, Lucy. Auf Platz 7, Nala. Ist das eine Katze? Auf Platz... also bei den Hunden wird das auch benutzt. Auf Platz 6, Maya. Auf Platz 5 Amy. Heißt dann der Junge? Maya, komm nach Hause, gib Futter. Maya. Und auf Platz 4 haben wir noch Lilly. Das sind die Top-Hundedamen. Top-Männernamen oder Männchennamen, ja? Auf Platz 20 oder 10, wie man es nehmen möchte. Max. Dann Sam. Oh. Sam und Max, das ist so ein Computerspiel, oder nicht? Ja. Auf Platz 18. Sam und Sammy. Max. Das ist jeder Tag ein Klecks. Auf Platz 17 haben wir ja Lucky. Dann haben wir auf Platz 16 Bruno.
Ich finde das immer noch schade, dass die Goofy seinen Sohnemann aus dem Kanon gestrichen haben. Bin ein bisschen enttäuscht, dass da Felsenmann und Kiesel nicht drauf gekommen sind auf Rocky. LOL! Okay. Absolutes Basiswissen hier nicht. Alter. Auf Platz 14 Milo in jeglicher Schreibweise. Und auf Platz 12 oder 2 Buddy. Milo. Okay. Also, Peter, wir hatten gar keine Chance. Die weiblichen Namen sind. Die weiblichen Namen sind glaube ich, einfacher, finde ich, als die männlichen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen RNGesus. Aber das ist ja auch mal ganz erfrischend und auch mal ein bisschen witzig, zumindest. Ja. Dann kann man mal vor allem. Doch das Witzige ist halt, ich bin ja in den 5 Minuten da hingegangen. Und ich habe am Anfang mit Bram und Chris geredet, die meinen so, komm, wir werden die verarschen. Wir machen einfach gar. Bram meinen sie direkt, wir machen gar nichts. Wir werden einfach einen nehmen und sagen einfach direkt 4. Und dann werden die einfach einen mehr nehmen und dann kriegen die den. Und dann gehe ich zu euch rein und ihr sagt dann so, boah, wir wollen das auf gar keinen Fall haben. Voll scheiße. Wir müssen auf jeden Fall müssen die anderen das kriegen und so. Das war schon ganz schön lustig. Ja, das ist ja auch easy geschafft, die Sau, ey. Aber jetzt wird's zumindest. Jetzt sehr viel auf Scheren. Ich glaube, es ist Scherenjunge. Wer ist Scherenjunge? Ich bin Scherenjunge. Oh, nee, dann auf Scherenmann. Und natürlich, ja, Fels und Kiesel haben ja auch Vorteile. Die besten 28 Kinderserien der 90er. Willst du mich veralbern? Wieso habe ich denn da keine Vorteile? Ja, 90er war meine Fernsehkindheit. Weil du noch ein bisschen jünger, bisschen der älter bist, aber vielleicht. Ja, aber in den 90ern war ich 6. Ja, aber vielleicht kommt da Bonanza oder sowas bei dir. Jay. Was? Das ist in Deutschland, ne? Was stimmt denn mit dir nicht? Das bezieht sich auf. Es Alter, Bonanza. Was? Wir reden nicht nur von Zeichentrick, wir reden von jeglichen Serien, die egal wo sie gedreht wurden, zählen alle. Ja, also sowohl japanische als auch amerikanische, als auch, nee, wenn du meinst, dass Wer wird Millionär eine Serie ist. Ich hätte noch eine Frage zu der Formulierung. Dann ja. Okay. Ja, gerne. Aber nur in Besten Deutschland. Bezieht sich worauf? Meist gesehen oder bewertet? Oder wie läuft das? Das bezieht sich auf persönliche Meinung. Aber es sind halt 28 Kinderserien und ich sag mal so, ich kenne alle. Ja, okay, aber von? Also von jemandem, also, von uns, also, oder? Also von wem? Von wisstihrnoch.de. Okay. Das ist aber nicht das Problem. Wie gesagt, die Serien sind alle mir bekannt. Ja? Also ist das easy machbar. Das sind natürlich auch Serien, die schon vielleicht auch älter sind, ja, als 90er. Ja? Kann ja auch sein, durchaus. Und wie gesagt, es ist nicht nur ausschließlich Zeichentrick. Das ist auch noch wichtig. Und ja, ob ihr das auch in der Kindheit gesehen habt oder nicht, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber ihr habt 5 Minuten Zeit. Und ja. Zeit läuft. So, wie sieht aus? Okay. Peter, ich weiß nicht, ob. Es geht um Deutschland, Jay, oder? Genau. Also, ja, das sind Serien, die alle in Deutschland gelaufen sind. Also, das sind nicht nur deutsche Serien. Nee, ja, nee, aber. Es geht darum, ob die in Deutschland beliebt waren. Ja. Die Maus, weiß ich nicht, ob das halt eine Serie ist oder halt mehr so eine Sendung. Die Sendung mit der Maus. Wobei, das heißt schon die Sendung mit der Maus, ne? Ja, aber das kann trotzdem dazu zählen. Das zählt dazu. Okay. Aber sowas wie Tigerentenclub dann wahrscheinlich nicht, weil das ist ja eine Show. Tja, das ist eine gute Frage. Oder Tabaluga TV lief immer, ARD, ZDF immer zu Primetime, sonntags morgens um 9. Also, ich sag mal so, wenn ich mir das angucke, meinetwegen zählt auch Wer wird Millionär dazu. Okay, also auch so Shows. Ja, könnte auch durchaus mal eine Show bei sein. Tigerentenclub. Wie hieß denn damals das
mit Ernie und Bert. Das ist die Sesamstraße. Sesamstraße? Gab's ja, da nicht ist, nachher das noch ist, was? Das ist Bernie und Erd. Der Popo-Club. Kann das denn noch? Egal. Ich will euch nicht ablenken. Das kann man nicht immer hier bei hier. Habt ihr sonst noch eine Frage? Weil sonst sage ich das den anderen auch nochmal. Okay, dann habt ihr noch 3 Minuten 17. Ich muss mit um 18 Uhr die Gummibärenbande. Dann kamen wir, ich glaube, danach Chip und Chip. Ja, danach kam Chip und Chip. Genau, also Bram geht zu Super RTL mittags durch. Ich gehe das Morgenprogramm samstags durch. Was ich nochmal euch sagen möchte, ja, es sind nicht nur ausschließlich Serien, es könnte auch da durchaus mal eine Show zwischen sein. Right. Der Preis ist heiß. Ja, ohne Scheiß, das erweitert ja jetzt. Also jetzt kommen ja 1000 Sachen, der Preis ist heiß. Hey, nein, er könnte. Also es sind hauptsächlich schon Serien, aber da könnte halt mal Familienduell, Ruckzuck, wobei Ruckzuck nicht, aber Familienduell. Hier, 1, 2 oder 3. Geh aufs Ganze. Yo, geh aufs Ganze, meine Beste. Das sind alles Sachen, die ich als Kind geguckt habe. Die Frage ist, ob das halt dazu zählt. Ja, wir fangen einfach mit Zeichentrick an und wenn wir brauchen, haben wir die Sachen noch. Ja, was haben wir denn noch, was abends kam? Bis Viertel nach 8 ging oder bis Viertel vor 8? Ich bin mir gar nicht so sicher. Oh ja, die Simpsons, ganz wichtig. Futurama kam später, oder? Ja. Ah, wobei. Ja, ja. Was ist mit South Park? Die fing Ende der 90er an. Ah, ja, Kinderserien. Mitte, Ende der 90er. Ja, wobei Kinderserien. South Park-Serie, okay. Kinderserie. Drawn Together. Was habe ich denn früher noch so geguckt? Celebrity Deathmatch. Ich will auch gerade überlegen, was früher noch so auf Super RTL lief. War das mit, wobei, das ist dann auch schon wieder... Darkwing Duck, hast du schon? Jo. Ja, Darkwing Duck haben wir da stehen. DuckTales, Chip und Chap. Ja, dieses ganze Disney-Programm halt. Da kam ja immer irgendwie der Disney-Club oder so ein Kram und da liefen dann die ganzen Zeichentrickserien. Jo, Mickey Mouse lief auch zum Teil abends. Ja, das Problem ist, das sind so Serien, weißt du, die fangen irgendwie in den 50ern, 60ern, 70ern an und so kommen halt noch in den 90ern. Weißt du? Also du konntest ja in den 90ern, haben wir relativ oft nur so die Flintstones geguckt. Yo, die fand ich mega. Und die Jetsons. Genau, aber das Problem ist halt mit in der Liste, weil die sind ja deutlich älter. Die sind ja aus den 50ern oder so. Wie gesagt, es gibt auch deutlich ältere Sachen. Ja, dann nehmen wir die mit. Also kann es gehen. Ich weiß nicht, wie man die schreibt. Dann haben wir den Fußballkram abgearbeitet. Dann haben wir. Oh ja, hier. Wer wird Millionär? Ja, aber wer wird Millionär, wenn das von weißtdunoch.de ist, dann würde ich fast schon sagen, das läuft nicht mehr. Weißt du? So nach dem Motto: Weißt du noch? Wie es früher war. Genau. Was hatten wir denn noch in einem Land vor unserer Zeit? Das war nicht so groß, ne? Ich weiß nicht. Ich hab das gesehen. Ja, das war nicht nur ein Film. Das waren mehrere. Da gibt's irgendwie 6 oder 8 oder so ein Scheiß. Ja, am besten Kinderserien. Das heißt, die müssen ja schon nicht so mitmachen. Hier, was ist denn mit Es war einmal der Mensch? Yo, es war einmal das Leben und so. Es war einmal das Leben. Genau, das ist halt über den Körper. Oh, ja, den wissen wir, was du meinst. Und es war einmal der Mensch, war der geschichtliche Teil. Jo. The time is up, ich zieh euch. Okay. Weiß ich aber auch nicht mehr. Zeit ist rum. Scheiße. Ich hab mich gezählt. Okay, geh mal raus aus dem Feld. Jetzt dürfen Peter und Sepp als erstes tippen. Okay. 28 Kinderserien, beziehungsweise sagen mal vielleicht auch 5. Mal eine Show dazwischen. 5, aha. Was sagen denn Christian und Bram? Ja. Nein, okay, Bram. Okay. Wir gehen erstmal mit 6. Au. Okay, macht ihr jetzt dasselbe oder nicht? Ja, 7 schaffen wir noch. Ja, 8 schaffen wir. 8. Ja, 10 schaffen wir auch. Ja, 11 schaffen wir. Bedenkt, dass es mehr als 28 Kinderserien gibt. Ja. Was? Okay, wollte ich euch nur sagen. Die haben 11 gesagt. Es könnte sein, dass manche vielleicht nicht dabei sind, die ihr sagt. Ja, also 11. Aber können die überlassen. Wir können die überlachen, ja, das finde ich gut. Aber
wenn ich mir unsere Liste so angucke, kann es natürlich auch sein. Aber wir haben halt auch nicht alles. Wie gesagt, die sind mir alle bekannt. Das ja. muss nichts heißen. Das Problem ist, aber das heißt wieder, zumindest ein bisschen was. Welche sind denn gut und welche nicht? Das ist auch noch so eine Sache, ne? Ihr könnt da gerne kurz drüber nachdenken. Wenn von ich den 28 sind nicht alle gut, kann ich sagen. Was hat Bram gerade gesagt? Ich glaube, er geht zur Post. Achso. Ja, okay, dann cool. Tschüss. Ah, der kann ja fliegen. Der ist sofort ja, wieder. Ja, ist ja Scheren, ja. Mann. Krass. Fuck. Das funktioniert, indem die, nee, was ist das? Die Schere schnibbelt einfach das so schnell, Chris und Bram. Dass dann Auftrieb erzeugt wird. Deswegen kam Bram. Auf jeden Fall schon eine. Und gelandet wieder. Egal. Nice. Moment, habt ihr noch was genommen? Habt ihr seine ja, warte. Nee, die warten noch. Also die. Nee, Peter und Sepp sind sich noch nicht hundertprozentig einig. Glaube ich. Oh, das macht mich wahnsinnig, Sepp. Okay. Ja. Entscheid du. Du bist der Fels. Ich bin nur der Kiesel. Okay, 12 schaffen wir. Okay. 12 von Peter und Sepp. Sag was. 13. Oh! Ja, dann würde ich sagen, jetzt immer. Ja, was. Dann let's go, macht ihr mal. Okay, nice! Ich will mal gucken, wie Chris viel Chris und Bram bekommen 13. Das ist natürlich nice, wenn er das jetzt schafft. Das dann hast du ja auch verdient. Wahrscheinlich schon mal eine gute Chance auf den Sieg. Ja, guck, wenn das nicht, war ein Schluck ungesundes spannend. Getränk. Was? Machen wir abwechseln und also. Also ja. wenn Jay schon gesagt hat, der kennt die alle, weißt du, dann ist sowas wie Peanuts zum Beispiel nicht dabei. Ja, der weiß ja nicht mehr, der weiß ja nicht mehr, wer Charlie mittlerweile auch. Der weiß ja nicht mehr, wer Charlie Brown ist. Die kenne ich mittlerweile auch, die Peanuts, ja. Und was wir uns so ein bisschen gedacht haben, weil wir auch so Sachen hatten, irgendwie, weil Wer wird Millionär, wenn das von weißschonnoch.de ist oder so, sind die wahrscheinlich eher abgeschlossen. Naja. Ja, machen wir abwechselnd, Bram, oder was? Ja. Ist auch meine persönliche Meinung immer dazu. Falls du einen hast, wo ich einen sagen soll, wo du dir nicht sicher bist, dann kannst du ja ein kurzes Intermezzo. Alter, Mist. LOL! Ja, ist schon älter, aber. Ja, muss ja nicht. Wir können erstmal oben anfangen. Wir fangen erstmal oben an. Dann lache ich mich tot, wenn der dabei ist. Auf Fuckbahn. Die Gummibärenbande. Boah! Okay, er startet direkt mit Platz 1. Peter. Finde ich. Ist so, geht so. War nie meine Lieblingsserie. Alter, war es? Super, Alter. War auch nicht meine Lieblingsserie. So meine Lieblingsserie war nämlich Darkwing Duck. Das war wiederum war schon wiederum ein bisschen geiler. Ist auf Platz 3. Ja, okay, nehmen wir mit. Da müssen wir mal gucken, weil das ist ja nicht abgeschlossen, sondern jetzt neu aufgesetzt worden. Aber dann, wenn wir bei Disney sind, ist da DuckTales noch mit dabei. DuckTales. DuckTales war immer mega. Die DuckTales, die waren auch cool, aber nicht so cool wie Darkwing Duck. Und DuckTales sind nicht dabei. Oha. Oh. Okay, dann nehmen wir trotzdem. Oder? Nee, Chip und Chap nehme ich mit. Ich fand das nämlich immer kacke, aber ich weiß, dass da super viele Leute wenn gefeiert Darkwing haben. Wenn Darkwing Duck so weit oben ist, dann ist doch Chip und Chap bestimmt. Chip und Chap waren ja. Fucking awesome. Ja, deswegen nehmen wir die auch. DuckTales war genauso gut. Ja, DuckTales war ich auch besser, aber. Ich fand Chip und Chap. Aber die sind geiler. Halt älter, ne? Das ist vielleicht dann doch ein bisschen relevant. Weiß ich bei dem nächsten noch nicht. Ich würde mal einen kurzen Hüpfer machen. Ja, mach mal. Ich bin auch hier awesome, über die. Das lief dann auch, lief das damals schon super, ich nehme die Dinos. Ach, die waren auch fucking awesome, die Dinos. Aber sind sie dabei? Ja, sind sie. Platz 19. Früher, nach einer Folge, eine Folge war so krass, dass ich danach richtig hart Albträume gehabt habe. Nicht immer, wahrscheinlich wegen dem Kühlschrank, wo der in den Kühlschrank gezogen wurde. Okay, ich fand die Folgen alle irgendwer wurde krass. In den Kühlschrank gezogen von den Dinos. Christian, um das Alter der Tabelle zu bestimmen, würde ich gerne Alf nehmen. Ja, mach mal. Oha. Ja, dann nehmen wir Alf. Alf ist tatsächlich an mir komplett rübergegangen. Weil, weiß ich gar nicht. Ich war eher so der Zeichentrick-Gucker. Der Dings ist, ich glaube, vor ein paar Monaten gestorben. Der Alf? Der Tenner. Der Vater. Der Vater? Ja. Boah, der war aber schon damals echt uralt. Der hat also sehr große Drogenprobleme auch gehabt. Deswegen ist er so alt geworden.
Gut konserviert. Alf ist auf Platz 5. Auf 5? Okay, pass auf, ey, dann was hältst du hier von noch, Christian? Oh Gott, jetzt geht los. 8 Stück noch. Und dann auch die. Worden, dürfte auch recht. Krass, wenn Alf dabei ist. Ui. Alter. Weißt du, also das ist so, da haben wir vorhin nicht schon mal diese Art von Kategorie. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Boah. Oh. Warum mir das jetzt gekommen ist in dem Zusammenhang, weiß ich nicht, aber. Ja, Moment, aber, da musst du aber auch. Ja, da. Yo, 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 definitiv. Aber du bist dran. Könnt ihr, euch auch, ihr könnt auch offen reden. Ist, ach, schon, wir können auch offen reden. Ja, aber wir sind mittlerweile bei 40 Serien oder so. Ja, stimmt. Nee, pass auf, wir dachten jetzt gerade, wenn Alf noch mit dabei ist, haben wir jetzt noch Full House, hör mal, bei der Hammer, King of Queens und so. Sendung mit der Maus, Löwenzahn. DuckTales kann halt auch dabei sein, meiner Meinung nach, auch bei den 28 besten Kinderserien. Ja, aber das ist ja wieder subjektiv, ne? Ja. Aber ja, wenn logisch. Du halt schon, warte, das Problem ist, weil es subjektiv ist, Gummibärenbande und Darkwing Duck, Chip und Chaps, so Disney, aber DuckTales, ne, die nehme ich nicht mit da rein. Ja, die sind scheiße. Die fand ich scheiße. Ja, das sind auch, naja. Ich würde, pass auf, da wir getestet haben, dass erfolgreich war, würde ich gerne mal testen, wie viel Asia-Kram dabei ist. Ja, okay. Okay. Da müssten wir nur mal entscheiden, welchen wir davon nehmen. Entweder Mila oder Dragon Ball oder Pokémon. Oder Detective Conan. Ja, pass auf. Also bei Detective Conan, Dragon Ball und Pokémon bin ich einfach der Meinung, dass es in Deutschland ein bisschen später kam. Ja, kam es auch. So, aber Mila ist auf jeden Fall alt. Das stimmt. Und ich fand deine Mila-Idee fand ich eigentlich grandios. Mila war echt gut. Dann nehmen wir Mila Superstar. Wie geht da nochmal? Mila kann lachen, wie die Sonne über Fukushima. Ach ja, genau. Fukushima. Das war was anderes, Bram. Yay, ja, da lacht auf jeden Fall auch das Herz. Auf Platz 16 ist Mila Superstar. Jawohl. Krass. Geil. 7 noch. So, jetzt Dragon Ball, Pokémon, Detective Conan ist wahrscheinlich, ja, könnte drin Kickers, sein. Alles Kickers, die tollen Fußballstars. Meinst du Kickers drin? Kickers ist auch alt. Der Preis ist heiß, bin ich ja auch noch immer für, oder Glücksrad oder so. Ich gehe aber mit den Simpsons. Ich gehe einfach mit den Simpsons, ganz safe. Komplett mit Ja, da steht so als nächstes Mal in der Liste drin, so die Simpsons einfach. Die Simpsons, All-Time-Classic und warum auch immer nur bei dieser Liste auf Platz 14, das ist scheinbar ein Kriterium. Das ist aber nice, weil weißt du noch, DE hat dann wahrscheinlich gedacht, die guten Folgen waren irgendwie bis Staffel 10 oder 12. Oder so. Alter, ich weiß noch genau, Duff Gardens, das war die beste Folge. Ewig alt. Das ist eine richtig alte Folge. Aber Duff Gardens war super. Das gibt so wo super. Lisa in den Brunnen gefallen ist und danach besoffen war. Ja. Ja, Bram, jetzt sind wir quer durch unsere 6 Liste Stück gesprungen. Noch. Wo machen wir denn jetzt weiter? Ja, ey, sucht überall einmal aus. Reingefickt und überall hattet ihr einmal recht eigentlich. Also hier, wir können einmal noch die Sendung mit der Maus Löwenzahn, weißt du, diese Wissenssendungen? Oder wie ist das? Oder die habt ihr noch nicht abgestimmt. Meinst du, es sind die französischen Sachen dabei? Das könnte auch noch sein. Es war einmal das Leben. Ja, so Arte, weißt du. Weil das ist ja eine Kooperation gewesen, glaube ich, zwischen, ich weiß es nicht mehr, ZDF, auf jeden Fall öffentlich-rechtlich, WDR, glaube ich, und irgendwie im französischen Kram. Ich habe keine Ahnung. Deswegen würde ich mal gehen mit, es war einmal das Leben. Es war einmal das Leben. Kann ich jedem immer noch empfehlen. Ist super. Das ist diese ewig, also so richtig alter Stil, da gab es nackte Körper sind, oder? Ja, da gab es das habe ich das erste Mal nackte gesehen. Das war schon krass. Hast du dich nicht selber angeguckt? Ja, es ging darum, also jeder ist halt, weißt du, die Blutkörperchen, irgendwie die roten und so weiter, die roten Blutkörperchen sind halt vermenschlicht und laufen halt durch den Körper und transportieren halt den Sauerstoff immer zu den Organen. Und dann gibt es zwischendurch so Viren, die bösen, ja, die dann kommen und dann gibt es aber irgendwie noch die Körperabwehr hier und die macht dann immer die Viren weg. Das war immer voll spannend. Da haben wir was über Krankheiten und so gelernt. Ja, wie das funktioniert. Die Bücher waren auch geil davon. Ja, ich konnte nicht lesen. Ich hab das auch nicht. Bilderbücher. Ich wusste echt, es gibt Bücher davon, das ist auch cool. Ja. Okay. So, Jay, jetzt hast du lange genug Zeit. Das ist dabei ja nicht. Nein. Schade. Okay, dann gehe ich mit der Sendung mit der Maus. Ihr dürft jetzt keinen Fehler mehr haben. Ja, das ist. Wir ficken jetzt nochmal die Wissenssendung rein. Da war man noch. Mit nicht. Der Maus. Mit, Alter, dem mit dem Elefanten, dem blauen Elefanten und der orangenen Maus. Ist dabei. Platz 13. Jetzt hast du den Prinz noch mit reingeschmissen, ey. Das ist natürlich. Ja, das war jetzt bei King of Queens. Weißt ja, aber du, das Problem ist, Fresh Prince ist für mich so. So der Ausdruck von 90er-Serie. Ja, genau.
Weil da ist echt alles, wenn du die Serie anmachst, springen dir die 90er echt völlig ins Gesicht. Deswegen finde ich das eigentlich total gut. Die Serie habe ich damals auch gesehen. Der war super. Deswegen nehmen wir hier Dance immer. Prince of Bel-Air. Der Fresh Prince von Bel-Air. Mit Will Smith. Genau. Ist tatsächlich dabei. Nice. Alter. Platz 10. Okay, Chris, pass auf, ja. Alles dabei. Also die Asia-Sachen. Nice. Vier Stück hätten wir mit Mila dabei. Aber Franzosen sind raus, würde ich sagen. Ja, ja, ja. So. Weil es war einmal, das Leben war auch größer, als es war einmal der Mensch. Wenn das nicht dabei ist, das andere auch nicht dabei. Würdest du jetzt, soll ich jetzt lieber mit so was gehen wie mit Kickers oder so? In die Richtung? Oder lieber so Full House, hör mal, wer da hämmert, King of Queens? Oder gehen wir mit Löwenzahn? Ich bin eher noch so, ja. Also Beispiel, hör mal, wer da hämmert, hat doch jeder geguckt. Nein. Außer Jay. Jay kennt auch nicht die hier Snoopy. Moment, aber Jay sagt, der kennt alle Sendungen aus der Liste. Ich kenne alle. Ja, hör mal, wer da hämmert, kenne ich. Das ist halt der Typ, der da immer da in der Show da gearbeitet hat. Ah, okay. Genau. Kennen ist für mich. Ich kenne sie alle, aber ich habe sie nicht gesehen. Okay, das heißt, ja gut. Tim und Al. Und Al's bester Satz war immer so, das würde ich nicht tun, Tim. Ja, komm, wir nehmen, hör mal, wer da hämmert. Auch wenn Jay das nicht gesehen hat, das ist auch so. Ist das okay für dich, Christian? Ja, ja. Ja, wir nehmen das. Da noch so viel stehen. Hör mal, wer entweder ist dann alles falsch sein. Oder mit dem nächsten. Ich habe Hör mal, wer hämmert auch nie gesehen. Oh. Aha. Das ist scheinbar auch falsch. Eine Lusche wie ich. Hör mal, wer da hämmert ist dabei. Nice. 12. Alter. 3 Stück noch. Jetzt haben wir noch so, ich bin zum Beispiel am überlegen, weißt du, Transformers ist ja auch noch irgendwie in der Schwebe. Kickers. Ja, absolut. Flintstones und Jetsons würde ich, glaube ich, erstmal weglassen. Okay. Was ist eigentlich mit wie... Achso, genau, weil die gleiche Schiene wie Flintstones und Jetsons wäre übrigens hier ist, nicht Scooby-Doo, sondern, wie hieß denn der Bär noch? Yogi. Yogi-Bär. Baloo. Yogi-Bär? Ja, Yogi-Bär, Mann. Oh, aber hier... Baloo ist halt auch gut. Was ist mit Sailor Moon? Wo du gerade an Yogi-Bär denken musst, muss ich an Sailor Moon denken. Ich glaube, da wäre ich eher... Ich war bei Yogi-Bär kam so... Aber das ist ein anderer Song gewesen. Da wäre ich aber, glaube ich, durch die Gummibärenbande Darkwing Duck, Chip und Shep eher bei Baloo und seine tollkühne Kuro, oder? Ey, das... Christian, da kann alles sein. Da kann auch noch was aktuelles. Goofy und Max kann dabei sein. Hier, wie hießen sie? Die Mickey Maus, Schlümpfe. Geht ja alles. Oh, Schlümpfe hatten gar nicht aufgeschrieben. Aber das war nicht geil. Ja, ihr habt da bald Gargamel war echt. 50 Dinger da bei euch stehen. Ja, eben. Das ist echt das Problem. Wir haben auch noch so Sachen wie Preis ist heiß, Glücksrad. Ja. Ich würde einfach hier gehen mit Baloo und seiner Crew. Ja, warum nicht? Bam, bam, bam. Den Song kennt jeder. Dabei, ey, das war so gut. Baloo und seine tollkühne. Und der heiße Hund, der die immer geleitet hat. Oh ja. Don Kanaille, Junge. Captain Don Kanaille. Genau. Ist dabei. Nicht dabei. Schade. Drittes Kreuz. Was? 13 Punkte gegen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was da so Platz 2 so und stark so ist. War. Das ist ärgerlich. Ey, das ist echt ärgerlich. Mein nächster wäre King of Queens ärgerlich. Gewesen. Wäre nicht dabei gewesen. Oh, Transformers? Wäre nicht dabei gewesen. Die Schlümpfe! Ja, mach mal wären voll. Dabei gewesen. Ach, leg mich doch am Arsch, die Wurst. Ach, die Schlümpfe unter den besten. Mega gut. Ich find's Fall. Krass, dass der Prinz von Bel-Air bei Kinderserien dabei ist. Ich fand so Alf und so. Es war aber eher so jugendlich. Ich fand's schon eher jugendlicher. Ah. Ist halt dabei. Auf aber Platz 28. Pumuckl. Oh, den haben wir vergessen. Stimmt. Aber natürlich gehört Pumuckl dazu. Auf Platz 27. Löwenzahn. So oh. Weit unten. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, das ist auch eine Unverschämtheit. Das finde ich auch. Damit. Platz 26. Art Attack. Oh, da habe ich noch dran gedacht, aber ich wusste nicht, was das heißt. Da hat Nils von Rocket Beans mal mitgemacht. Art Attack hat gesackt. Yep. Auf Platz 25. Mini-Playback-Show. Oh. Oh mein Gott. Oh, dann ist bestimmt noch die 100.000 Mark-Show dabei oder so ein Scheiß. Platz 24, etwas, was ich überhaupt nicht mochte, was ich immer scheiße fand. Masupilami. Das war ja auch mal kacke. Das war nicht die beste Sendung. Oggi und die Kakerlaken. Alter, wenn Masupilami da drin ist, ist da Weihnachtsmann und Kuckuckrakete mit drin.
Auf Platz 23, Weihnachtsmann und Kumpel. Oh, stimmt. Alter, okay, das kann ich so. Ich hab so oft nur Ordnung von dieser Serie her. Das stimmt. Letztens ich noch gehabt. Darf ich, ne? Darf ich die Weihnachtsmann und Kuka gegoogeln? Ja. Okay. Kennst du die Serie so, nicht? Platz kennst zwei, du nicht? Mit Grantelbart auf Platz 22. Siebenstein. Hey. Weihnachtsmann und Kuka. Oh. Ist denn Siebenstein? Ach, das war mit der Rabe. Mit dem sprechenden Koffer. Da und haben wir der Koffer. Oh, die habe ich nie gesehen, glaube ich. Siebenstein. Auf Platz 21. Captain Blaubeer. Ja, ist doch. Nicht unbedingt Captain Blaubeer, sondern der lila Launebär. Wir kennen okay. Aber mit Matti. Oh. Mit Matti. Den habe ich nicht gesehen. Ja. Der lief lila immer Launebär, kurz ja, vor ja. Irgendeiner coolen Spielshow. Da kam immer so David glaub, der Kabouter und so weiter. Ich glaube, da kam immer Gay? Irgendwas Cooleres davor. Gay. Die Mumins und die Glücksbärchis. Die Mumins nicht. Also, auf Platz 20. Bim Bambino. Was ist das denn? Bitte das was? Hab ich schon mal gehört, aber... Bitte was? Was? Bim Bambino, das ist so eine Maus. Ah lol, das war so kernbehindert. Ja, da kriege ich ja schon Angst, wenn ich das sehe auf Fotos. Auf Platz 18. Die Flintstones bzw. Familie Feuerstein. Oh. Geil, die haben wir rausgenommen, 17. Weil die aus den 50ern sind. So scheiße. Auf Platz 17, Goofy und Max. Oh. Das ist da drin und Captain Baloo nicht. Das ist ja schon wieder auch das wieder hier bitter. Alles Schiebung. Goofy und Max war aber schon auf okay. Platz Kill. Aber lustig war auf jeden besser. Fall. Bin ich nicht. Auf Platz 11, Sailor Moon. Belastend. Auf Platz 8, ist das französisch? Ich weiß nicht, ob es französisch ist, aber als die Tiere den Wald verließen. Oh, das war auch cool. Das ist ganz schön traurig. Ich dachte auch, es wäre ein Film. Yep. Nee, das ist eine Serie. Das ist aber nicht Watership Down, oder? Ich glaub nicht. Ich glaub auch nicht. Die original BBC-Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Colin Dan. Okay, ist vielleicht doch kein französisches. The Animals of Farting Wood. Ah, ne, Farthing. Ah, ne, Watership Wood. Der Waldjunge. Watership Down war unten am Fluss. Und das ist ein Zeichentrick-Ding, was mich als Kind sowas von krass verstört hat. Mit diesen Hasen, die alle gestorben sind oder so ein Kram. Das war ja, das war so bei den Tieren, die also das ist kein Kinderfilm. So auf Platz 7. Schloss Einstein. Das haben wir. Ja, Schloss Einstein. Und jetzt kommt der Süderhof. Pass auf. Das kenne ich nicht. Und jetzt kommt auf Platz 6 die Kinder. Vom Süderhof, jawohl. Vom Alstertal. Was? Was ist bitte. Denn das Alstertal? Mit der Bier. Man kann sagen, die was Kinder denn, vom Alstertal. Was ist denn die Kinder vom Alstertal? Die Kinder ja. Vom Alstertal. Lol, doch, das kenne ich. Ja. Auf 4 kommt also, auch die Kinder auch, von Bitburg. Aber das ist doch vom Süder... Das ist doch auch so ein Bauernhof. Das mag vielleicht so ähnlich sein, aber das ist nicht die... Ja, guck Kinder mal, die Serie Erstausstrahlung 98, weißt du, auf Platz 4, ja, kommen wir mal zu jetzt. Einem der coolsten Sachen, die zumindest erste Staffel ziemlich geil war, danach wurde scheiße. Na? Keine Ahnung. Wir haben 1000 Serien aufgeschrieben, keine Ahnung. Power Rangers! Oh, das war schon cringe. Fand ich als Kind schon cringe. Das war mega ja. Geil. Aber nur die erste Staffel. Und auf Platz 2... Full House. Kein Dragon Ball, was ist falsch mit euch? Okay, Bram, wir können zumindest sagen, keine wir hatten Dragon super viel Ball. Davon kein auf Pokémon? Der Liste, haben nur die falschen keine gesagt. Keine Kicker. Ja. Kein Pokémon. Das ist scheinbar das zu spät. Das kam wahrscheinlich gekommen. Später. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dann irgendwie Anfang 2000er war mit Pokémon. Das hat so sendungsmäßig richtig losging. Wo ist losging. Denn? Mir fehlt hier noch die Serie hier so Jugendgericht. Jo. Ja, das war auch später. Das war auch später. Achso, okay. Aber na, was gut. Ist denn hier mit Malcolm mittendrin? War das nicht auch so 90er? Kam das nicht erst später? Könnte auch Anfang der 2000er ja gewesen sein, würde ich sagen. Was? Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt es unfassbar spannend, ja, für die letzte Runde. Yes! 5-13 steht's für Piet und Sepp. Sehr gut. Jetzt könnte es wieder interessant werden. Ich möchte von euch die Top 30 Länder sortiert nach dem durchschnittlichen IQ haben. Was? Ja, weltweit ist das? Länderdaten.info ist nice. Die wie nennt man das? Ist die Quelle? Alter, Bram. Okay. Und ja. Ich guess einfach mal gerade so.
Die dargestellte IQ wurde aus den Ergebnissen von 9 internationalen Studien gebildet und dem Durchschnittseinkommen und staatlichen Ausgaben für Bildung der Jahre 1990 bis 2010 gegenübergestellt. Ich habe bei der Hälfte des Satzes aufgehört zuzuhören, welcher ich bin. Ja, ja, Bram ist schon Bram tippt schon wie ein Blöder. Also, 30 Stück sind, 5 Minuten Zeit, Finale, let's go. Tschüss. Okay. So, pass auf. Ich bin der Meinung. Da du jetzt anfängst, die, ja, da bin ich auch sehr der Meinung. Die asiatischen, ne, hier, das kommt dieses Klischee vom dem Mathematiker, kommt ja nicht von ungefähr. Was ist mit den nordischen Ländern? Finnland, ja. Norwegen, Schweden. Also generell Pisa, hat IQ ja auch ein bisschen was damit zu tun, immer, wie auch dein Land so dargestellt ist. Ja. Deswegen gehe ich davon aus. Also genau, deswegen gehe ich davon aus, dass Finnland, Norwegen, Schweden und Dänemark alle drin sind. Alle 4. Das ist halt so, wie alles. Weißt du, Gesundheit, Intelligenz, das ist alles auch immer mit Reichtum der Länder verbunden. Ich meine, klar, mal hast du einen Ausreißer irgendwo, keine Ahnung, wo dann irgendwie, was weiß ich, oben steht, ja. Aber deswegen, ich würde halt Deutschland mitnehmen, Niederlande, Frankreich, Dänemark. Großbritannien. Echt? Großbritannien? Ja, safe. Okay. GB. Alter, 1, so 2, die, 3, 4, 4, 5, alle westlichen Sachen, so wie eigentlich immer. Ja, aber westliche Sachen, also auch so ein Kram wie Spanien, das würde ich zum Beispiel, glaube ich, nicht. Gut, dann nehmen wir Mitteleuropa und nach oben von mir aus. Das einigen dümmste uns da drauf. Land in den Top 30 hat 97er IQ. Deutschland haben wir noch nicht. Und das klügste Land 108. Warte, die haben einen IQ-Durchschnitt von 108? Was? Das scheint wohl so. Ja, das klügste Land. Ja, vielleicht ist das einfach das nur so. Das dümmste Land hat 56er IQ und ist Äquatorial Guinea. Die Armen. Äquatorial Guinea. Oh, guck mal hier. Aubameyang, Gabun, Platz 108 mit 60er IQ. Schade. Belgien, Kanada, Macau? Was? Alter, schreib erstmal Niederlande. Macau ist Hongkong, China, Macau. Das ist dieses. Die sind alle da, direkt nebeneinander. Ich hab Macau vor ein paar Tagen erst auf der Gamescom kennengelernt. Als Land, wirklich so. Das ist nämlich so. Das ist, kam das Land persönlich What? Vorbei. Nee, das ist. Macau hatte ich so im Kopf nie, aber ist ein Land, direkt 30 Kilometer oder so, wenig Strecke auf jeden Fall, neben Hongkong. Ein eigenes Land, was genauso geführt wird wie Hongkong von China. Da aus. Ist Sophia Flörsch abgeflogen. Und wenn China das dabei ist, dann werden safe. Dann werden safe die anderen zu China gehörenden Sachen auch dabei sein, die als eigene Länder zählen. Ihr habt doch 2 Minuten 25. Geh mal runter. Ja. Lass mal eben kurz Europa vernünftig durchgehen. Also okay. Wir haben Island. Von Norden nach Süden, von Norden nach Süden, würde ich sagen. Ja, Island fehlt noch. Okay. Und Grönland wahrscheinlich auch. Ja, könnte auch gut sein. Da wohnen halt nur 5 Leute und die sind doch bestimmt nicht so doof. Das dümmste Land in den Top 30 hat 97er IQ. Okay. Dann haben wir noch die skandinavischen. Grönland also hast du jetzt nicht aufgeschrieben, oder? Nee. Und Island auch nicht. Okay, dann mach ich. Wir haben Norwegen, Schweden, Finnland, Estland und sowas. Glaube ich aber irgendwie nicht, oder? Estland, Lettland, Litauen? Weiß ich nicht. Kann schon schreib sein. Schreib mal hin. Also Litauen hast du. Litauen hatte ich schon geschrieben. Estland, Lettland. Lettland. Polen, also dann sind wir ja schon ein bisschen im Osten. Polen weiß ich nicht. Dänemark haben wir. Wir haben Deutschland, wir haben Holland, Belgien, Luxemburg. Haben wir. Österreich, Schweiz. Was mit Tschechien oder sowas? Auch schwierig. Ich will jetzt hier nicht. Wir haben halt Vorurteile. Die werden jetzt hier gut rauskommen, sag ich mal. Ich sag mal so, auf Platz 110 ist Äquatorial Guinea mit 56er IQ. Krass. Dann gehen wir weiter zu Frankreich, Spanien. Was mit Portugal? Ja, Portugal wird halt so wie Spanien sein, ne? Ja, und ich weiß nicht, wie Spanien ist. Ja. Kann man Katalonien nehmen? Nee, leider nicht. Was mit Andorra? Ich weiß nicht, ob das als eigenständiges Land zählt, aber ja, kann nicht, man nehmen. Aber ich weiß es auch nicht. Wie heißt denn hier das zwischen Österreich und Schweiz da? Das Steuerparadies.
Monaco? Nee. Österreich und Schweiz, Peter. Ich weiß gerade nicht, was du von mir willst. Da gibt's so einen kleinen Stadtstaat auch, so wie Monaco. Wie heißt das denn? Entschuldigung. Egal, überspringen wir erstmal. Wir gehen weiter. Europa haben wir damit mehr oder weniger wahrscheinlich durch. Zeit ist um. Griechenland. Ich zieh euch. Moin, schon von vornherein. Zeit ist rum. Zieh sie. Ich merke schon, ihr seid beide nicht fertig geworden. Nee, das sind auch echt viele Länder. Das mag sein, ja. Christian Bram dürfen als erstes tippen. Okay, also, wir brauchen ja safe 9, damit wir gewinnen. Ja. Also bieten wir schon mal 9. Ja. Ja. Bieten wir 10. Ja. Bieten wir 11. Bieten wir 13. Dann bieten wir 14. Wie viel waren das? 30? 14. Achso. 30 Dinger. Was, 30 hast du geboten? Okay, 30. Da geht er. Also, es ja, gibt 30 Dinger gibbet und er hat 14 geboten, Peter. Ja. Bei Fehler. Ich schreib dir mal, bis wo wir gehen sollten. Ja, Bram, ich hab. Ja, ich hab auch. Oder? Oder bist du nicht so sicher, Sepp? 2 Fehler dürft ihr euch leisten. Okay. Okay, dann sagen wir 15. Müsst ihr mir mal echt merken, sagen was, was die höchste Punktzahl ist, die ihr jemals erreicht habt, die durchgekommen ist. Okay, 16. Sagt 16. Ich glaube, das könnte dabei sein, die 16, wenn ihr das schafft. Okay, Sepp, ich verstehe dich so richtig, ja? Das ja. Ist jetzt, dann überlassen wir euch jetzt. Okay, also. Ja, guck mal, 16 Länder 16. gehen an Christian und Bram, richtig? 16 ist nur ein über das, was wir uns ursprünglich vorgenommen hatten. Uff. Ja, habt ihr aber was zu tun, ey. Ja, also ich kann euch mal unsere Taktik sagen, ja. Wir glauben, also ich habe Christian davon überzeugt, dass Intelligenz wie alles, wie Gesundheit und so weiter, mit Geld zu tun hat. Das heißt, die üblichen 36 Länder sind dabei. Ja, das kann sehr gut sein. Bin ich mal gespannt. Ja, dann fangen wir mit Asien an. Nehmen wir China. China auf Platz 6. Ah, Hongkong. Noch ist es ein eigenes Land, ist auf Platz 2. Japan. Wieder. Japan. Das sieht schon bitter aus. Ist dabei, auf Platz China dabei 5. Ist. Südkorea. Südkorea ist dabei, auf Platz 3. Bin ich da so klug? Offensichtlich, sonst wären sie nicht die ganze Zeit da vorne. Nee, nicht Südkorea, hier, Singapur. Singapur, die absolute klügste Nummer 1. Singapur. Oh krass. Da kommen die klügsten erster. Menschen scheinbar her. Okay. Also Christian, ja, wir behalten Nordkorea im Hinterkopf, da werde ich nicht nehmen. Ja, nee. Wir gehen jetzt nach Skandinavien. Norwegen. Norwegen. Als wir da waren, kamen mir die Menschen sehr klug vor. Ja. Norwegen ist... Nicht dabei, aber Platz 20 dabei. Ja, wir springen ja, ne? Finnland. Finnland. Du kannst davon ausgehen, Platz jetzt 11 kommen, dabei. Jetzt kommen alle Nordschweden. Dieser Studiensieger hier, ne? Ja, Schweden. Schweden. Ich sehe eine ähnliche dabei, auf Platz 22. Ja, ich war mir nur nicht sicher, ob China, Singapur und Hongkong, China halt dabei ist. Kein Fehler. Dänemark. Sieht bitte Dänemark. Aus. Oh, das war's dann mit den skandinavischen Ländern auf Platz 21. Dänemark hat aber so ein krasses Bildungssystem irgendwie für die Studienfinanzierung. Den nächsten lasse ich jetzt weg, weil du den ja nicht so geil fandest. Also Vereinigte Königreich. Ja, genau. Springen wir erstmal und machen weiter mit den Deutschen. Deutschland, ja. Was ich gerade am Peter zurückdenke, an seine Frage vorhin, an die Frage, Aussage vorhin, ist auf Platz 16. Ist Deutschland auch ein Land? Guck mal, ey, wir sind vor Norwegen sogar. Ja, scheinbar schon. Die Schweizer. Schweiz. Auch kluge Menschen. Wird langsam eng, ja, weil wenn weniger Länder.
Österreich. Die Schweizer sind dabei. Das, einfach so assume, dass wir recht haben. Österreich. Österreich trifft mich persönlich, dass sie vor uns sind, auf Platz 14. Vier Stück noch. Nee, die nächsten will ich nicht nehmen. Schon nicht schlecht. Nehme mal das, wovon du hier erzählt hast, was du jetzt kennengelernt hast. Ja, dafür ja, okay. Macau. Was? Macau! Ist natürlich safe dabei auf Platz 13. Aha! Ah, ich habe dir gesagt, Junge. Was? Macau. Das ist kein Scherz. Macau habe ich kennengelernt während der Gamescom, als ein Typ da war, der aus Macau ist, dem erzählt hat, dass das so wie Hongkong ein eigenständiges Land ist und dass da Glücksspiel erlaubt ist. Und in der Stadt wohnen irgendwie 200.000 Leute oder so. Ja, das ist ein eigenständiges Land. Und die haben jeden Tag 1,3 Millionen Touristen. Ja, einfach nur wegen dem Glücksspiel. Macau ist krass. Macau ist halt wirklich krass. Direkt rechts neben Hongkong. Chinesisches. So, das gehört auch zu China. Stadtstaat oder so. Ja. Das ist wie Hongkong. Und bei Hongkong mit drin ist, habe ich das Macau auch mit drin. So. Drei Stück noch. Ja, wir nehmen. Dürft ihr nur zwei Fehler leisten. So, also, komm, wenn ihr Flons Christian. Macht, wär's sick. US ja, und Hongkong. A. Komm. Nee, ich nehme Nordkorea. Nee. Aber die vier, die ich da oben sehe, ich glaube, da kommt Nordkorea hin. Was? Natürlich. Ja, auf Platz 26 ist die USA. Ja, cool. Okay, pass auf, wenn die wirklich da hinkommen, dann aber auch nur, weil Kim selber die Liste geschrieben hat. Dann nehmen wir Nordkorea. Okay, nehmt jetzt echt Knochen. Okay. Nordkorea. Hat Bram auch vorgeschlagen. Ist nicht auf Platz 4, sondern auf Platz 9. Ah, hat's in der Liste! Aber nicht auf der 4, noch. Okay. Ein als noch ob und Nordkorea. Zwei Fehler leisten. Ach komm, so. Das ist doch. Und dafür nehme ich jetzt Frankreich. So. Och, nee. Frankreich. Boah, ist das bitter, Peter. Weil die Franzosen sind auch nicht dumm. Ist. Also. Dabei, ihr habt gewonnen. Glückwunsch. Yes, dankeschön. Flawless, ohne Fehler, 16 fucking Punkte. Wir hätten noch mehr. Schere, Mann und Schere, Junge. Krass. 26 oder so. Krass. 26 okay, haben wir. Ja, komm, haut mal mehr rauf. Wir haben Großbritannien. Großbritannien wäre natürlich auch noch dabei gewesen. Belgien. Also, Entschuldigung. Warte. Belgien ist dabei. Island ist dabei. Kanada. Warte, Kanada ist dabei. Wir hatten doch alle nordischen Länder gar nicht. Estland. So. Estland ist kein nordisches Land, ist ein baltisches Land. Ist ein, ja, das ist doch da. Ja, das ist nördlich von Berlin. Estland ist auf Platz 24. Genau. Niederlande. Niederlande ist auf Platz 8. Luxemburg. Oha. Holy shit, Alter. Luxemburg ist auf Platz 19. Alter, wollt ihr mich verarschen? Australien? Lettland. Oh, Entschuldigung, ja. Lettland? Ja, boah, aber Christian CD noch. Fehler gewesen. Ach, krass. Okay. Dann haben wir Australien und Neuseeland noch. Lettland ist, by the way, auf Platz 31. Ach, scheiße. Australien hatte Christian noch. Australien ist auf Platz 23. Neuseeland hatte Christian noch. New Zealand ist nicht dabei. Damit wird euer zweites Kreuz. Theoretisch. Okay, Island? Ja, Island haben wir schon. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Schon. Okay, haben wir zwei Kreuze gehabt. Gut gemacht, Christian. War ein geiler Job von dir. Okay. Stark. Habt ihr anderen noch was? Warte. Monaco? Ah, Neuseeland wäre übrigens doch dabei gewesen. Sorry. Platz 18. Oh, okay. Hab ich überlesen. Nice. Guck, habt ihr nur ein Kreuz. Ja, ist Lettland vielleicht doch auf der 4? Auf der 4. 1, 2, 3, 4, 5. Alter, ihr habt 25 Länder. Ja, aber Bram muss doch sagen, also Nordkorea krank. Und Macau hat Bram einfach durchgedrückt. Das hätte ich ja, never okay. Das ist aber schon nicht schlimm. Es geht auch darum, wo man dann, was man halt an Bildung ausgibt. Und Nordkorea gibt scheinbar eine Menge für Bildung aus. Ich bin einfach geografisch ausgegangen. Gehen wir eine Menge aus, Leute. Klischee-Asiaten sind einfach schlauer. Okay. habt ihr noch sonst was? Wie gesagt, 5 Länder. Wir hatten noch Monaco. Ne. Dann haben wir noch. Keine Ahnung, was ist die Türkei, Spanien, Portugal. Nein. Italien ist auf Platz 30. Italien? Hatten wir uns eigentlich gegen entschieden? Auf Platz 30 ist Italien. Oh, ja, haben wir rausgeschmissen. Ich dachte, die Interkasse sind dumm. Auf Platz 29 die Mongolei. Oha. What? Auf Platz 28 Ungarn. Oh. Platz 25 Tschechien.
Ja, und ein asiatisches Land habt ihr leider vergessen dort im Umkreis. Ne? Made in? Taiwan! Richtig. Alter. Krass. Holy shit. 25 Stück. Also das wäre... Stark. Das wäre auf jeden Fall der Rekord. Also ich glaube 16 ist schon, glaube ich, der Rekord. Aber 25 hättet ihr geschafft. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Christian. Du hast echt sehr viele Länder aufgeschrieben. Krass. Stark. Ja, starke Leistung von Mann und Scherenjunge. Das war wieder eine Folge. Wer bietet mehr? Vielen Dank fürs Zusehen. Hauen Sie rein. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.